Zeitalter. Helden und Zwerge bekämpfen einander. Bilbos überschwemmen das Geland. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge rund um Mittelerde. Ich bin per Zufall über das Spiel gestolpert. Passt ja auch relativ aktuell recht gut. Da ja der dritte Hobbit-Film gerade im Kino läuft. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Elben und Zwergen. Nichts gegen die Zwerge, aber mir sind irgendwie die Elben etwas sympathischer. So, einmal bestätigen. Ich bin mal gespannt. Klar, ich brauche Internet mit dazu. Geht dann auch gegen andere Völker, will ich mal so sagen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was mich erwartet. Wahrscheinlich werden sonstige Updates oder irgendwelcher anderer Inhalt mitgeladen. Auf jeden Fall gibt es hier noch die nette Info. Sobald sie einmal errichtet sind, können der große Saal, Truppensammelplatz, Wachturm und der Turm des Weisen nicht mehr entfernt werden. Was ich auch nicht schlecht finde, ist die Grafik. Ich hoffe, sie kommt im Spiel, beziehungsweise in der Aufnahme ja auch genauso gut zur Geltung. Einmal drauf tippen und dann ist sofort die Serververbindung da. Macht Sinn. Die Zeit verlangen nach Helden. Wir brauchen Frieden oder ganz Mittelerde wird fallen. Hallo, Herr Gandalf. Sind Sie noch da, Grau? Unsere Leute sind weit verstreut. Als allererstes brauchen sie Obdach. Ja, Herr Legolas, gucken wir, was wir machen können. Du musst diese Stadt neu aufbauen. Starten wir mit dem Bau neuer Häuser, um jene in Not zu beherbergen. Okay, ist ja nicht ganz nett. Wir werden gleich eingeleitet. Oben sieht man auch so halber mal die Nahrungssachen, die wir noch haben. Anscheinend Holz, irgendwelche Metalle. Holz hat natürlich auch nicht schlecht. So, hier. Ein Haus ist natürlich nicht schlecht. Ah, es wird genau angezeigt, wie lange es dauert. Klar, wie viel an Rohstoffen wir mit verbrauchen. Gucken wir mal, bauen. Der Fortschrittsbalken zeigt an, wie weit das Gebäude fortgeschritten ist. Ja, super. Glückwunsch, du hast deine erste Quest abgeschlossen. Quests werden dich durch das Spiel führen. Finde ich nicht schlecht. Herberge mehr Bürger. Okay. Erfolg wird belohnt. Fordere deine Belohnung für diese Quest ein. Bestimmt lacht er mich tot, weil ich das bestimmt irgendwie falsch ausgesprochen habe. Aber es macht nichts. Du kannst immer diese Schaltfläche antippen, um zur Stadtansicht zurückzukehren. Okay. Um auf deine Bauernhöfe zuzugreifen, musst du von der Stadtansicht auf die Feldansicht wechseln. Sehr interessant. Fruchtbare Felder versorgen die Stadt mit allen wichtigen Ressourcen. Baue einen Bauernhof aus. Finde ich ja nett, dass das schon alles vorgegeben ist. Du hast eine weitere Quest abgeschlossen. Lass mich dir einen schnellen Weg zeigen, eine Questbelohnung abzuholen. Aha. Okay. Zack. Draufgetippt. Düngemittel erforschen. Aha.
Kehren wir jetzt zur Stadt zurück und wenden uns der Forschung zu. Wissen ist eine Waffe, so mächtig wie harter Stahl. Die Akademie erlaubt es, deinen Weisen zu erforschen, was immer du benötigst. Außer Weltfrieden wahrscheinlich. Aber gut, das ist was anderes. Erforsche Düngemittel, um die Produktion deiner Bauernhöfe anzukurbeln und mehr Nahrung für die Stadt zu haben. Macht ja auch irgendwo Sinn. Technologie. Zeit ist elementar. Benutzen wir eine Sanduhr, um deine Forschung zu beschleunigen. Schneller. Bilbo-Sanduhr benutzen. Ja. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Dein Herrschaftsbereich wird stärker. Wie aufregend. So, freigeschaltet. Elbenmiliz, Kaserne und Elbenschützer. Ah, ja. Sehr gut. Du hast eine Kiste voller Geschenke. Passt ja auch so gut zur Weihnachtszeit. Um dir beim Errichten deiner Stadt zu helfen. Lass mich dir zeigen, wie man sie benutzt. Mein Gott, mein Vorlesestil lässt heute auch zu wünschen übrig. Der Shop beinhaltet Items, die du kaufen kannst. Mein Geschenk für dich wurde bereits zu deinen Items hinzugefügt. Öffne die Kiste. Der Inhalt wird deinen Items hinzugefügt, so dass du ihn später benutzen kannst. Ein Ausrufezeichen in der Kiste. Öffne die Kiste! Jawohl. Öffnen wir die Kiste. Hey, ich habe sie benutzt. Großartige Leistung. Du bist jetzt bereit, hinauszuziehen und den Bilwissen gegenüberzutreten. Und jedem, der sich gegengestellt. Aha. Aber sei gewarnt, ich kann dich nur für 7 Tage vor Angriffen schützen. Danach bist du auf dich allein gestellt. Okay. Folge einfach den vorgeschlagenen Quest, und deine Macht wird schnell anwachsen. So. Tun wir dies, tun wir dies. Eine Schlacht der 5 Heere-Serie wurde verkündet. Während der nächsten Tage werden wir Allianzen und einzelne Blitz-Events verkünden. Nimm daran teil und gewinne tolle Preise. Du wirst alle nötigen Informationen deinen Ingame-Nachrichten finden. Sale. Die ganze Nacht hindurch wird eine Truhe jede Stunde im Angebot sein. Tippe hier. Danke, nein. Wird mich bestimmt kein Geld kosten. So, gucken wir doch mal. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich würde natürlich auch gerne wissen, wie viel freie Bürger ich habe. Oh, ich habe eine Nachricht. Willkommen im Königreich von Mittelerde. So, der Anfängerschutz, das ist ja. Es gibt viel zu tun, errichte und baue Gebäude aus, produziere Ressourcen, erforsche neue Bereiche, trainiere deine Einheiten für die Schlacht. Der Anfängerschutz verhindert, dass du innerhalb der ersten 7 Tage oder bis dein Burgfried Level 5 erreicht hat, angegriffen wirst. Letzteres vergesse ich bestimmt. Nutze diese Zeit weise und baue deine Verteidigungsanlagen aus. Tritt einer Allianz bei. Oder erschaff eine eigene, um deine Macht und deinen Schutz zu erhöhen. Ich brauche Hilfe. Nein, natürlich nicht. Okay, weiter. Nein, zurück. Ich will sie nicht weiterleiten. So, was können wir noch Nettes bauen? Ich würde sagen, bauen wir das nochmal mit aus. Was können wir noch Nettes bauen?
das, glaube ich. Mal gucken. Quest. Tägliches Gratisspiel. Bin ich hier richtig? Ach so, Glück. Gott sei Dank, was ist da los? Beherberge mehr Bürger. Baue insgesamt 3 Häuser. Na, dann hätte ich mir das ja gerade sparen können. Aber gut. Das wird bestimmt für die Zukunft dann. Bestimmt ordne ich das jetzt auch etwas ungünstig an. Aber es macht nichts. Können wir uns mal anschauen, wie viele Plätze wir eigentlich haben. Oh, was ist das hier? Großer Saal. Ah. So, wird der Burgfried sein. Das war, glaube ich, für die Forschung gedacht. Akademie, ha. Da war's doch. So, wir haben 3 Wohnhäuser. Ist das nicht toll? Okay. Noch mehr Bauernhöfe? Bauer insgesamt 3. Ja, habe ich ja. Okay. Bauer, die Krimis für Verhütung erforschen. Ja. Verhütung erforschen. Sehr interessant. Wähle einen Namen, weiß ich noch nicht. Baue eine Kaserne. Okay. Na komm, die Kaserne baue ich dahin. Kaserne bauen. Ich kann bestimmt auch nur ein Gebäude zugleich. Komm, wir gucken jetzt mal kurz bei der Forschung rein. Technologie. Was gibt es denn? Düngemittel hatten wir ja gerade. Fruchtbarkeitszauber müssen erhöhen deine Nahrungsproduktion pro Level um 10%. So, was haben wir? Pflanzenkunde, Erhöhung um 10%. Maurei, verbesserte Steinkunst, aha. Lagerungswaren, Weitsicht, aha. Legierung. Hochwertige Satteltaschen. Faszinierend Technik. Verbessert Mathematik. Verbesserte Mathematik erhöhen die Baugeschwindigkeit pro Level um 10%. Oh, Voraussetzung nicht erfüllt. Komisch. Austern fangen. Sehr interessant. Gut, weißt du Bescheid. Das braucht jetzt 3 Minuten. Okay. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Was kann ich denn hier noch bauen? Lager kann ich bauen, Schmiede, Waffenlager, Stallungen. Ich baue ja aktuell eine Kaserne. Ich kann natürlich parallel mal probieren, ein Lager zu bauen. Du erfüllst nicht die Voraussetzung. Ah. Ja, kann natürlich gut sein, dass es genau jetzt daran liegt, weil ich parallel was baue. Jetzt ist natürlich die Frage. Gehen wir kurz nach außen. Ob das Bauen auch hier draußen gilt. Wir haben hier den Bauernhof. Ah, guck mal, hier steht sogar, du kannst nur ein Gebäude gleichzeitig errichten. Macht ja nicht. Sehr interessant. Dann kann ich das danach auch ausbauen. Was haben wir hier Nettes? Arboretum. Im Arboretum wächst Holz, das für Gebäude und militärische Einheiten genutzt wird. Was haben wir hier drüben? Guck mal hier. Herzader, sehr gut. Ja, was haben wir hier? Steinbruch. Fascinating, really fascinating.
Was mich jetzt ja spontan interessiert, ist hier auf der linken Seite dieser Kreis, wo die halbe Stunde runterzählt. Wobei Gebäude wird eine 1 angezeigt. Achso. Schneller, nee, nee. Okay. Das heißt, wie lange braucht das Gebäude? Auch 45 Sekunden. 1 Minute 30. Das heißt, ich baue die zwei in der Mitte dann nochmal an. Ja, aus. So 1 Minute 30 kann ich tägliches Gratislos. Nutze ein Galadriels Los, um zu spielen. Du besitzt zwei Lose. Warum nicht? Tippe eine beliebige Kiste an, um zu sehen, was sich darin verbirgt. Okay. Einfach mal in die Mitte. Türe öffnen. Kriegsflüchtige erhöhen deine Bevölkerung um 1000 bis zu deinem Bevölkerungslimit. Aha. Jetzt wäre natürlich die Frage, woran kann ich sehen, wie viele Leute bei mir eigentlich drin wohnen? Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Unten kann man gegebenenfalls ein bisschen auswählen, Rang, Kampagne teilen, Optionen, ja. Sogar das Datum wird angezeigt. Aber sowas wie. Ich habe noch 20 Sekunden. Komm. Oh, Weltkarte. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Mir reicht es, dass ich zur Stadt zurückkehren kann. Zum Balrog. Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Bitte versuche es erneut. Erneut versuchen. Keine Forschung an Arbeit. Kann ich hier ansehen, wie viele Bürger ich habe? Natürlich nicht. So, ich bin ja irgendwie ein Level weitergekommen. Ich baue eine Kaserne. Erweitere deine Bevölkerung. 500. Ja, aber trotzdem weiß ich bis heute nicht. Forschung. Erweitere deine Kaserne. Ich soll noch eine zweite bauen. Baue mehr Bauernhöfe. Ich hab doch. Ah, nein, haha. Ja. Ja gut, ich wollte ja eh nochmal drüben hingehen. Aber hier einmal ausbauen. Hey, suche nach Ali, bitte um Anfrage. So für Nahrungsproduktion, wie ich es oben sehe, oder nur Generalproduktion, scheint es hier recht gut zu laufen. Das wird sich bestimmt in Zukunft ändern. Was ich so ein bisschen vermisse, das wäre so über Nacht eine hervorragende Sache, dass man, weiß ich, drei Sachen einfach in Reihe, sage ich mal, bauen lassen kann. Dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, okay, weil ich beschäftige mich hier irgendwas im Spiel. Oder gerade auch wenn es über Nacht gehen soll, möchte, dass die drei Gebäude hintereinander ausgebaut werden, ohne dass ich was in Zug tun muss. Also wenn ihr das versteht, also dass ich nicht jedes Mal hier, ja ich meine, hier in Minute 30 oder ähnliches ist natürlich noch eine hervorragende Zeit, aber irgendwann wird es dann in Stunden, wenn nicht sogar in Tage gehen. Und dann ist natürlich die Sache, ja, gerade wenn man arbeiten ist, schaue ich jetzt einfach mal drauf, dass ich mein Spiel ausbauen kann.
unrealistisch. So. Ach, sowas sind natürlich auch Sachen, so 5 Sekunden oder ähnliches. Hey, und wieder eine Queste. Power Map. Okay. Empfohlen. Wähle deinen Namen. Ändere deinen Namen. Okay. Mach ich gleich, was kann ich mehr abo. Lernen ist wichtig, zum Beispiel, dass der Plural von Arboreten ist und nicht Arboretumen. Finde ich auch komisch. Du wirst auch von Vorteilen lernen, die es bietet, mehrere davon zu haben. Okay. Ist halt so. Also. Oh, das ist auch 5 Sekunden, oder? Irgendwann kann ich wahrscheinlich hier unten auch noch was hinbauen. Ich war wahrscheinlich, dass ich jetzt von jedem Sache einfach mal 3 Stück baue. Du erreichst Level 3. Yahoo! Glückwunsch. Kiste Level 3. Schmiede. Erlaubt es dir, bessere Einheiten zu generieren. Botschaft. Aha. Truppensammelplatz. Ja, hier noch ein bisschen Material. Bilbo-Sanduhr. Zwei. Baue einen großen Saal. Wusste ich gar nicht, dass ich einen habe. Baue mehr Arboretern, genau. So, große Zahl. Habe ich nicht gerade bestätigt? Weitsicht davor schon mal. Ja, jetzt kommen die ganzen Erfahrungen. So, erhöhe Nahrungsproduktion. Das würde mich auch mal interessieren. Woran kann ich erkennen, wie hoch die Nahrungsproduktion ist? Ist doch eine berechtigte Frage. Ich kann zwar oben sehen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, wird drauf getippt. Ah, guck mal hier. Bevölkerung 289, untätige Bevölkerung 49. Zufriedenheit 90%. Ich habe da auch eine Kapazität von Nahrung und Holz von 60.000. So. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also hier, man lernt ja nie aus, nicht wahr? Bevölkerung 309. Aber untätige Bevölkerung ist, ja. Komm, wir gucken jetzt einfach mal parallel. New User. Level 3. Ändere deinen Namen. Tastentreffen und so und Groß- und Kleinschreibung. Hallo.
Ich setze mal Castle. Das ist gut. Benutzen. Der Wert ist nicht gültig. Ich mache es jetzt einfach kürzer. Joe's Castle. Egal, ob es jetzt grammatikalisch richtig ist oder nicht. Na gut, aber wahrscheinlich wollen die hier keine Leerzeichen haben oder ähnliches. Das ist schon die GmbH. Benutzen. Namensänderung erfolgreich. So. Hier haben wir die Produktion erhöht. Hier bauen wir es uns auch nochmal mit aus. Ich suche Allianz. Lerne Deutsch, dann findest du vielleicht eine. So, ich habe wieder ein Quest abgeschlossen. Okay. So, was natürlich jetzt die interessante Frage ist. Guck mal, ich kann hier nicht direkt draufklicken. So. Nein, ich will nicht. Ich will Verhüttung. Forschen. Ah, guck mal, das geht. Das finde ich ja faszinierend. Also, beziehungsweise ich finde es gut. Feldansicht, Bauhier-Ressourcen an. Da hat er auch noch irgendwas gewollt. Höhe deine Nahrungsgrabe, mehr Steinbrüche. Ja, ich habe mir doch fast gedacht. Von allem erstmal drei. Wird grafisch, finde ich, auch nicht schlecht dargestellt. Bemerkung hier. Glaubt es. Schon wieder ein Netzwerkfehler, finde ich ja faszinierend. Das abgeschlossen. Von denen haben wir auch drei. Ich baue das jetzt das Ganze einfach aus Prinzip, weil ich genau weiß, das wird in Zukunft einfach wieder kommen. Dann baue ich das alles auch noch mal um eine Stufe aus. Noch irgendwas mit Stufe 1. So, ich wollte jetzt nochmal zurück in die Stadt. Noch was forschen. Verhüttung hatten wir gesagt, haben wir einmal ausgebaut. Weitsicht sollten wir noch einmal forschen. Für die Kaserne. Gucken wir doch mal kurz auf die Statistik. 69 untätige Bürger. Das ist doch mal was. Produktion 30 Gold. Sowas nett. So. Moment, 1:30. Quests, gucken wir mal kurz. Weltweitsicht haben wir erforscht. Verhüttung hatten wir erforscht.
Malerei brauchen wir noch. Okay, Grabe mehr. Steinbrüche haben wir auch. Das forschen wir gerade durch. Entwickle mehr Erzadern. Haben wir auch, ja. Pflanzenkunde können wir noch erforschen. Malerei, baue deine Akademie aus. Baut noch. Dann forschen wir doch mal. Malerei, genau. Ah, 50 Sekunden kommen. Machen wir direkt mit. So, in der Zeit können wir auch wieder zurückgehen. Gleich. Ich will einfach hier grundsätzlich erstmal. Ich bin immer noch dafür, dass mit dem nächsten Update einfach Baureihe kommen soll.